Wird aber ganz schön bewacht. Das ist mehr als nur ein Leuchtturm. Stufe 11 ist der Anführer. Soll das Ptolemäus sein? Ist das ein Turm, der... Ja, sag ich mal, die Macht demonstrieren soll vom Pharao. War es nicht so, von wegen, so größer die Erbauung von einem Pharao ist, so mächtiger wurde er. Warum habe ich das heute mit dem begriffen? So größer und so gewaltiger ein Bauwerk eines Pharao ist, so mehr Macht demonstriert er. Eine Machtdemonstration seiner Herrschaft. Pharos Garnison. Auch nicht der einfachste rechte Name. Phanos, Pharos. Phanos ist der Cousin von Aya. Als Sperrgebiet und gleichzeitig gibt es eine Daily Quest und, aus ja, und der Aussichtspunkt ist ja. Nun mal. Also was Großen. Ja, ich gehe nicht durch die Vordertür. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hauptmann, Kommandant und zwei Schätze. Dass ich mich nicht hier anlegen kann und in Deckung gehen kann. Was ist das denn? So, das war's mit dem. So, runterwerfen. Ach, geht nicht. Ah, schön den Rücken mir zuwenden. Wie war nochmal das Kettenattentat? Nein. Nein. Nein, nein. Angriff und Stoß. Zurzeit sieht das echt so aus, als würde ich zur Hälfte des Spiels schon alles haben. Da habe ich das noch nicht gelernt. Hab's nur gesehen. Da. Kettenattentat. Brauche aber 3 Punkte für.
Wäre auch hilfreich. Sollte ich erstmal das machen. Das ist so jetzt wie bei... War das bei Unity oder Syndicate? Ich glaube, bei Unity war das. So die einfachsten Spielmechaniken, daraus machen sie hier eine Fähigkeit. Ziehe einen gegnerischen Reiter von seinem Reittier und nimm die Kontrolle darüber. Das könntest du den Spielen vor Unity einfach so. Und bei sowas, bei Spielen wie GTA, gibt es das schon seit von Anfang an, dass du Leute aus dem Wagen ziehst. Das hier sieht nach viel mehr aus als nur ein ganz normaler Stützpunkt. Hey. Ups. Und das wollte ich nicht. Was? Bleibt er da dumm stehen. Wer weiß, ob es hier sicher ist. So ist richtig. Das war's. Hier oben etwas. Gibt es später eine Hauptquest hier an diesem Ort? Weil dann müssen wir Schiffe beschießen. Da ist etwas drinne. Der Anführer ist da unten. Hopp. Wow. Hey. Oh, dass er das noch macht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte so, scheiße. Was? Hey, was? Das war's. Stirb. Fuck. Jetzt kommt er hin. Ja. Das ist wieder eine Armbrust. Auch etwas, was historisch nicht. Okay, bei in Ägypten, das kann man nicht so, glaube ich, nicht so sagen. Das ist historisch nicht korrekt. Die waren ja ihrer Zeit sehr weit voraus. Es gab ja schon Kanalisation zum Beispiel. Hier war doch vorhin was. Das hatte ich wieder gesagt. Armbrüste gab es in Assassin's Creed 1 auch noch nicht. Das war historisch nicht korrekt. Und hier gibt es dann große Armbrüste. 1300 Jahre vorher. Tödliches Duett Doppelschwerter.
Okay, warum habe ich das jetzt einfach so gekriegt? Dann kämpfe ich doch mal mit zwei Schwerter. Legendär sogar. Warum hat er eine einfache Waffe, die... Ja. Diese Waffen. Tödliches Duett. 107. Adrenalinregeneration. Adrenalinband töten. Keine kritische Trefferchance und kein Kombo-Multiplikator. Dafür Gesundheit beim Töten. Also für jeden Tod kriege ich Gesundheit dazu. Jetzt bin ich eine Legende. Ist doch auch was. Sieht doch cool aus. Ha, komm her. Ha, komm her hier. Wie eine richtige, das ist so ein richtiger Meuchelmörder. Die Assassinen bei Gothic 3 haben da auch immer, mit zwei Schwertern gekämpft. Munition voll. Ja, Pfeilverschwendung. So, jetzt bin ich einmal rum. Falle legen. Siehst du, es ist irgendeine Quest. Bin ich wieder zu schnell? Dann müssen wir die Waffen, die Fallen überall legen und dann passiert irgendwas. Der Anführer. Der sitzt da noch. Ganz gemütlich. Was? Ich blitze ich auf. Jetzt habe ich eine legendäre Waffe, die mir Gesundheit beim Treffen gibt und eine beim Töten. Doppelschwerter wechseln. Schneller kann ich leider nicht rennen. Ist das Pharos? Wie peinlich. So, den Kommandanten haben wir. Hauptmann und zwei Schätze. Rein können wir noch nicht. Ist alles zu. Heia, heia, komm her. Wo waren wir stehen geblieben, Sindhu? Ja, du wolltest ja nach oben. Nein, es ist noch total versperrt. Wir können nur zum Aussichtspunkt. Und wenn wir dann die Mission hier haben, porten wir uns direkt hier hin.
brauchen wir nicht nochmal hier hinlatschen. Wenn es geht, nehmen wir gleich eine Schnellreise direkt wieder in die Innenstadt. Brauche ich auch nicht wieder zurücklatschen. Ah, es geht doch rein. Hat die gleiche Kleidung wie Aya und wie auch wir. Ich würde sagen, er gehört zu der Gruppe, die später zu den Assassinen wird. Das ist verdächtig. Räche Boxchefi. Finde und töte den oder die Schuldigen. Jetzt laufen wir hier wieder drei herum. Aber erstmal nach oben. Das sieht aus, als wäre hier so ein Endkampf. Gerade haben wir kurz was Sino gesehen, man kann wirklich auch Schiffe hier plündern. Das entwickelt sich dann später, glaube ich, auch wieder so zu so einem Black Flag. Schiffsmission. Und ja, plündern. Also meutern. Ach, ist da wieder was anderes. Eine geile Aussicht. Sinus Wahrnehmung erweitert. Ganz oben auch noch was. Ah, hier ist aber etwas. Was heißt etwas? Eine Menge. Kohlenstoffkristall. War ein Schatz. Und hier ist das Feuer. Das den ganzen Tag über brennt. Aber man erst im Dunkeln erkennt. Den haben wir gerade schon mal gesehen. Wie hieß denn nochmal? Serapis. Jetzt ist die Frage, die drei, die jetzt da unten angezeigt werden, ist darunter auch der Hauptmann?
Er springt richtig. Das sind schon die, die wir getötet haben. Wir sollen nur überprüfen, wer davon der Schuldige war. Du rufst niemanden. Du holst keine Verstärkung. Du bist kein Gegner. Ich sammle die Truppen. Hier lasse ich dich leiden. War wohl nix, wa? So, Tod bestätigen. Es kamen ein paar Wachen dazu. Aber das sind die, die ich schon vorhin erledigt habe. Das ist der vom Tor. Ja, dann ist es er hier. Nicht erst ins Wasser schmeißen wollte. Ich hätte nie herausfinden können, dass er es war, wenn ich ihn in Wasser geschmissen hätte. Und hätte können. Der zweite Schatz ist wahrscheinlich unerreichbar für uns, weil er noch da drinne ist. Aber wenn wir so mal wieder hier zurückkommen. Naja, wir haben ja jetzt die Doppelschwerter. So. Schnellreise hier hin und dann. Ja, das ist ja die Stufe 20. Mission, Der Plagiator.